Wer jetzt nichts mehr zu tun hat, der checkt einfach mal die aktuellen Corona-Regeln in seiner Region ab. Und damit weiß man zumindest, dass man sich mit sich selbst noch treffen darf, mit einem Hausstand treffen darf, aber nur im öffentlichen Bereich. Im privaten Bereich darf man dann schon wieder mehr mitnehmen. Kinder sind davon ausgenommen, also eine Hundertschaft Kinder ist kein Problem. Und ja, ich würde sagen, damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play, ein bisschen Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, auch wenn ich heute mal ein bisschen komisch anfange. Ich hatte jetzt keine Lust, das Bild so in die Mitte zu rücken oder so. Wenn ihr also gar nicht mehr wisst, was bei euch so in der Region Sache ist, dann mache ich jetzt keine Werbung für diese App, aber wer da schon ewig nachgesucht hat, es gibt diese App, darf ich das? Fragezeichen. Und in dieser App kann man seine Kreise angeben, wo man denn gerne sein will oder sein Land oder seine Stadt und sieht dort die täglichen neuen Inzidenzen. Ich habe hier mal Fehmarn und meine Heimatstadt bzw. unseren Kreis hier eingegeben und unser Kreis sieht nicht gut aus, aber es geht nicht hoch und es geht nicht runter. Aber wenn man jetzt hier reingeht, dann sieht man schon, dass wir hier ein paar Vorschriften haben. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Das ist überschaubar, Leute. Das sieht nur so viel aus. Ja, das sieht nur so viel aus. Und es gibt hier natürlich noch überall, wo ein bisschen Unterstriche sind, gibt es nochmal Verlinkungen, damit ihr auch ganz, ganz sicher seid, wo ihr euch bewegt. Denn, sind wir mal ehrlich, da steigt kein Mensch mehr dran lang. Selbst ich nicht. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht ganz so schwer getan, weil ich bewege mich halt jetzt auch nicht so weit weg. Aber ich habe einfach mal geguckt, was ist denn eigentlich, ihr seht das hier, ich bin immer noch am Runterscrollen und das nimmt überhaupt kein Ende hier. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich und dann gibt es natürlich noch andere Themen, also wie Abstandsregeln, Airports, Pubs und Kneipen und so weiter und dann jeweils auch für die Region. Denn oben in der Region um Fehmarn rum gibt es natürlich irgendwas noch für Schiffe und so weiter. Und da sehen die Regeln nochmal ganz anders aus. Also wenn man mal so einen Tagestrip machen will, dann, dann macht man das an der Stelle besser. Man macht sich eher schlau, bevor man nach Hause geschickt wird und eine böse Überraschung erlebt. Aber es ist schon ungewöhnlich, dass ich zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen, dass ich in Nordrhein-Westfalen nicht irgendwo irgendwas machen darf, ohne dass ich einen Test habe. Und in Niedersachsen drüben, da fahre ich einfach zum Einkaufen hin und kann dann nach wie vor in die Geschäfte rein. Naja, so ist das nun mal. Was willst du machen? Das soll aber eigentlich ein ganz anderer Übergang sein. Und zwar natürlich nach Clash of Clans rein, gar keine Frage. Und da sind wir auch. Jetzt auch mit Clash of Clans, jawohl. Und wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, es blickt ja keiner mehr ran lang, dass wir bald hier auch so Art C-Regeln haben. Das sind natürlich die letzten News von gestern. Die letzten News von gestern sind aber tatsächlich, melde dich für die ESL Mobile an. Das könnt ihr euch mal durchlesen, das kann man machen. Aber die Verschlimmbesserung meinte ich eigentlich hier beim Spenden von Clanburg-Truppen. Dafür gibt es natürlich auch eine Lösung, muss man sagen. Aber ihr seht auch hier kann man scrollen und hat am Ende doch nicht verstanden, um was es geht. Das Einfachste ist, man wird Rathaus 12, da hat man nämlich keine Probleme mit dem Truppenspenden mehr. Ab da kann einem alles gespendet werden und man kann auch alles spenden, aber ich finde diese Regelung eigentlich, ja, wie soll man sagen, was soll ich davon halten? Ich habe ein paar kleinere Rathäuser, ja. Und es ist natürlich immer nice, wenn du als Rathaus 7 oder als Rathaus 8 immer schön maxed out Truppen in deine Clanburg bekommst und den Gegner damit gnadenlos überrennst. Aber das hat natürlich nicht jeder. Nicht jeder Clan oder nicht jeder kennt einen, der einen hohen Account hat. Und so Clans, die das nicht so haben, die sich also nicht irgendwo einen Spendenaccount in den Clan holen, bei den Clankriegen oder auch bei den normalen CKs, die gucken natürlich ein bisschen in die Röhre und vor allen Dingen, wenn in der gegnerischen Clanburg dann auch noch so Sachen sind, so wie Max Super Minions oder Max Lava Hund und so weiter, dann ist das schon, ja, wie soll man sagen, könnte eine Win-Win-Situation geben, also Max-Truppen in der Defensive und Max-Truppen in der Offensive. Also da weiß ich jetzt auch nicht genau, was da überwiegt. Und aber Supercell hat hier geplant, jetzt kurz vor den Sneaks, hat geplant, dass es jetzt Level-Obergrenzen gibt hier. Das heißt also ab Clanburg Level 1, du kannst also in eine Clanburg Level 1 keine Max-Truppen mehr reinbekommen, sondern maximal Rathaus 7 Truppen.
Und so geht das dann weiter bis hier oben hin, bis zu Rathaus 11. Da geht noch Rathaus 13 rein, beziehungsweise 12, da geht noch Rathaus, da geht dann ab da, also ab Klamburg Level 7, beziehungsweise ab Klamburg Level 8, könnt ihr dann wieder alle Truppen empfangen und auch ja, spenden sowieso. Ich meine, der 13er kann immer noch spenden, aber die Skalierung der Truppen, glaube ich, geht nach unten. Das heißt, nee, das stimmt gar nicht. Das ist nur anhand des Labors, glaube ich. Ich muss das selber mal genau lesen. Ihr merkt schon, bei so vielen Regeln, die man den ganzen Tag liest und die einem auferlegt werden, raffst du gar nicht, was du eigentlich willst. Bezogen auf die obere Tabelle, eine Klamburg auf Level 1. Wenn du Truppen gespendet bekommst, wird das Level dieser Truppen auf das maximale Truppenlevel für ein Labor auf Level 5 beschränkt. Also kann der 13er schon noch dem Klamburg Level 1 Menschen spenden. Die Truppen werden nur runterskaliert. Im übrigen Beispiel, die Level-Obergrenze wirkt sich auch auf die Kriegsspenden übrigens aus. Bei Truppenspenden mit höheren Level werden automatisch auf die Level-Obergrenze reduziert. Zusätzlich werden alle Truppenlevel, die durch Clan-Vorteile gewonnen werden, weiterhin an die Level-Obergrenze gebunden sein. Clan-Vorteile waren natürlich zwei Level nach oben. Das heißt also, auch da gibt es dann eine scheinbare Reduzierung. Wenn ich mir dann nämlich eine Truppe spende, die geht zwei Level nach oben, und ich bin Rathaus 8er, der jetzt hier dem Clanburg Level 1 was spendet, dann müsste das eigentlich auch runterskaliert werden. Ich meine, eigentlich, ich finde es eine gute Sache, dass es endlich ein bisschen dynamischer wird. Habe ich in meinen Livestreams ja auch schon so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, nicht kritisiert, aber das Spiel hier ist im Moment für mich TOT. Und das merkt man auch. Ich meine, ich mache es immer noch gerne, aber es gibt für mich eine ganz, ganz große Hemmschwelle teilweise. Hier zumindest meine großen Accounts zu spielen. Und weil zumindest beim Thorsten gibt es seit Monaten nichts zu tun. Das kennen natürlich viele andere Spieler auch. Und hier wünsche ich mir so ein bisschen mehr Dynamik im Spiel. Also jetzt nicht unbedingt so eine Dynamik hier. Das ist so eine starre Dynamik, ne? Das ist eine starre Dynamik hier, sondern irgendwo so Tagesevents, die auch nur für ein paar Stunden laufen oder was auf oder Events, die der Clan lösen muss, ja? Wirklich also nicht jetzt Clanspiele, sondern wirklich irgendwo was, wo alle so ein bisschen dran arbeiten müssen. Das fände ich gut, denn im Moment arbeiten wir ja in der Pandemie auch alle an etwas. Wir wollen die Zahlen runterkriegen. Wir schaffen es nicht und deswegen muss so ein bisschen die Regierung auch mal aus dem Quark kommen. Ja, wir sind hier auch ein bisschen aus dem Quark gekommen, denn ich bin hier auf dem Alex heute auf meinem Rathaus 11 Account. Wir haben es nicht geschafft, hier im Clan Deutschland Erd überhaupt mal ansatzweise den Clan voll zu bekommen. Zwei Leute sind noch gegangen. Wir waren hier also tatsächlich nur 7 Leute, die hier angetreten sind und konnten somit die Liga nicht starten. Ich habe auch keine Muße mehr gehabt, mich jetzt durch sämtliche Discords zu wühlen, um da nach Memmern zu schnorren oder gar die Suche hier mal so ein bisschen anzupassen, beziehungsweise hier mal auf Membersuche zu gehen. Das lohnt sich nämlich gar nicht, denn hier könnte Supercell vielleicht auch mal so ein paar Verbesserungen reinbringen, dass man hier vielleicht nach Rathauslevel suchen kann. Also wenn man jetzt selber Member sucht, neue Mitglieder suchen, die Filterfunktion oben, die kann man, finde ich, sollte man überarbeiten, denn jedes Mal, wenn man hier, glaube ich, neu reingeht, dann verändert sich das hier nicht ganz, sondern wenn man die Filter, glaube ich, neu setzt. Wir haben das am Wochenende ja mal gemacht. Also, naja, was willst du machen? Und aber ich habe gesagt, weißt du was, dann spielen wir den normalen Clankrieg, denn die beiden, die hier drin sind, Melinchen und Mortus und Dumbo, oder die drei, die haben das mitbekommen, und dann spielen wir hier auch einen schönen CK. Würde ich sagen, wir machen auch einen Live-Angriff. Hier ist auch schon was abgeräumt worden von Herr Melinchen. Schauen wir uns natürlich an, was er gemacht hat. Denn wenn wir schon mal da sind, dann zeigen wir einfach das, was wir schon mal haben. Denn das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, ihr hattet ein cooles und ruhiges Osterfest. Wetter ließ es ja jetzt nicht so dolle zu, dass man jetzt so, ich meine, draußen bewegen war ja in Ordnung, aber hier war das Wetter dann eher super schattig, muss ich sagen. Vor allen Dingen der Sonntag hat nochmal, ja, jetzt auf den Montag Neuschnee gebracht. Kaum zu glauben, die,
Die Dächer sind weiß, aber der Schnee bleibt natürlich auf den Straßen und so weiter nicht liegen. Aber es ist schon sehr ungemütlich gewesen. Am Samstag, Sonntag hier, Karfreitag ging es ja noch. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein cooles Osterfest. Habt es ganz chillig und ganz piano verbracht. Also mal ohne große Urlaubs- oder Wegfahrhetze oder was auch immer, sondern ja, leider schon das zweite Osterfest, was wir jetzt in der Pandemie festgehangen haben oder wo wir festgehangen haben, wo ja, die Hemmschwelle auch sehr, also für mich zumindest ist die Hemmschwelle sehr groß, überhaupt mal über den Tellerrand zu gucken und um wegzufahren. Ich beobachte dann eher so ein paar andere Sachen, aber es gibt jetzt ja vor allen Dingen hier in den Kreisen diese unsinnigen Test mit Einkauf, damit du überhaupt irgendwo einkaufen darfst, musst du dich testen lassen. Und das finde ich schon, das ist nochmal eine ganz, ganz große Hemmschwelle überhaupt, hier einen Einzelhändler zu betreten, wenn man es denn unbedingt muss. Man muss es nicht unbedingt, aber vielleicht hat man es ja geplant oder hat sich gedacht, Mensch, ich könnte doch mal, und dann guckst du selbst in den Büchereien oder im Heimatmuseum oder so, kommst du nur noch mit einem negativen Test rein, wo du ja vor 2 Wochen noch so reinlatschen konntest. Okay, Termin, ja, aber jetzt musst du auch noch einen Test vorlegen. Ja, und wenn du dann selber mal nachfragst, ob das Personal denn auch jeden Tag getestet wird, dann hörst du, glaube ich, von jedem zweiten Einzelhändler natürlich nein. Wir haben ja keine oder wir können ja nicht so viel Schnelltests machen und so weiter. Also alles sehr, sehr konfus und sehr schwammig hier bei uns in Kreis Herford. So, einen zweiten Angriff hatten wir hier auch schon. Der Dumbo hat hier zugeschlagen. Wir schlagen hier gleich auch zu, okay. Ich glaube, wir schlagen hier gleich zu, weil die Elfer alle das gleiche Rathaus haben. Auch nicht schlecht. Das kommt hier natürlich auch in der Liga vor. Haben wir gestern bei den Herausforderungen gehabt oder vorgestern, dass von 15 Bases 8 oder 9 die das gleiche Design hatten oder in etwa das gleiche Design. Das ist hier auch, denn ich glaube, ich darf gleich auch so eine Base hier angreifen. Muss mir allerdings noch gleich einen Spendenaccount hier reinholen zum, ja, glücklicherweise noch Max-Truppen spenden. Meine beiden Elfer hier, der Alex und der Basti, die oder der Donnerbengel, die stehen natürlich in den Startlöchern zu Rathaus Level 12, aber ich wollte hier das Hammer Jam Event unbedingt ausnutzen. Jetzt nicht um, dass die 12 werden, vielleicht werde ich es doch noch ausnutzen, dass ich die jetzt doch hochhämmer. Aber ich habe jetzt unheimlich viele Mauern schon mit denen geschafft, obwohl ich mit denen fast kaum farme, kann ich doch ganz gut was mit Mauern machen. Und vielleicht gehe ich auf der Hälfte des Hammer Jam denn doch auf Rathaus 12. Denn A, kostet das dann weniger und gerade so die ersten Gebäude kosten dann nur die Hälfte. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man da auch zuschlägt, glaube ich. Ich denke mal, da seid ihr einer Meinung mit mir, dass man dann ansonsten viel zu viel Zeit ins Leben setzt, denn gerade dieser Hammer Jam, den gibt es nicht so oft und das sollte man dann schon ausnutzen. Also Supercell treibt einen schon so ein bisschen in den Rush rein. A, mit solchen Events und B, natürlich mit solchen Hiobsbotschaften, dass es jetzt Truppenlevelbegrenzungen gibt beim Spenden. Wir wollen mal nicht hoffen, dass es dann auch Spendenbegrenzungen gibt pro Tag. Dann wären Spendenaccounts auch ganz, ganz überflüssig hier. Aber ich glaube, das wird nicht so sein, weil angenommen, du kannst nur noch 1000 Truppen pro Tag spenden. Da ist dann der ein oder andere denn auch sauer, der dann, ich sag mal, so 5.000 bis 10.000 Truppen eigentlich am Tag spendet. Der dann das Ganze auch nicht mehr so wirklich mitspielt, aber wir gucken kurz mal rein. Ja, und ihr seht, das ist das gleiche Design. Das ist das gleiche Design und ich muss mal gucken, wie wir hier vorgehen. Ich hab eigentlich schon eine Truppe, Pekka Bobet. Damit wollte ich die hier überrumpeln, aber ich muss mir jetzt erstmal nochmal, ich muss mir nur noch eine Karre holen, sehe ich gerade. Okay, dann mache ich einen kurzen Cut und dann machen wir hier unseren Live-Angriff. Haben wir unseren Wagen jetzt bekommen und dann können wir auch, glaube ich, loslegen. Jo. Wo wollte ich hin? Ich wollte hier in den Klankrieg rein. Okay, wir gucken uns die zwei nochmal kurz an und dann gehen wir mal drauf los. Ich weiß noch nicht, klar weiß ich, ich weiß ja nie, ob es klappt, aber es könnte ja mal klappen. Es könnte ja mal klappen. Okay, dann gehen wir mal los. Angriff, ja, Pekka Bobet ist
Ja, ich weiß nicht, ob ich den Sprung brauche, ob ich überhaupt so weit kommen möchte. Ich glaube, ich brauche den Sprung nicht, Leute. Ich glaube, ich brauche den Sprung nicht. Ich nehme noch einen zusätzlichen Wut mit, denke ich mal, denn so tief will ich ja gar nicht in die Base reinkommen und die Karre leistet ja dann doch schon einiges. So, 1, 2, 1, 2. Die Karre leistet dann ja doch schon einiges und dann gehen wir mal rein ins Geschehen. Attacke, grün, 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 zack. Auf geht's. So, ist eine doofe Floskel, ich weiß. Ein wenig Gefunnel hier auf der Seite. Machen wir das mal. Und auf der Seite hier gehen wir mal mit dem Packer rein. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Und einmal hier unsere Rolle. Und zwei Packer. Und ein paar Bowler. Ein King. Eine Queen. Und ein Warden. Dann kann das abgehen. So, wo gehen jetzt die... Die Frage ist, wo gehen jetzt die Bowler hin? Ah, die Bowler gehen rein, okay. Wo ist denn meine Queen eigentlich? Och, komm, Queen. Jetzt muss ich hier schon doch einmal durchfriesen, hier die ganze Meute. Und kann jetzt eigentlich schon meine Bets hier los spammen, würde ich sagen. Och, jetzt haben wir den dicken Drachen da nicht kaputt gekriegt. Ich kotze, ey. Ich kotze schon wieder, echt. Eieieiei. Das habe ich schon mal gehabt. Ich muss mal den hier übers ganze Feld jetzt schicken auf den Drachen. Aber ich glaube, der macht mir doch alles kaputt, oder? Ah! Der Minion in der Tornado-Falle da. Okay. Ach, shit. Kriege ich den Drachen da nicht kaputt? Mehr Magier. Okay, muss ich doch mehr Magier mitnehmen. Vielleicht dreht sich ja doch nochmal ein Magier um da. Guck mal, Leute, da ist ein Drachen. Schieß mal einmal drauf oder zweimal. Ah, schade. Okay. Ach, sehr ärgerlich, aber so geht die Base irgendwie. Ja, kriegen wir schon hin. Ich habe jetzt noch zwei Angriffe, beziehungsweise einen Angriff auf die Base hier offen mit dem Donnerbengel. Das werde ich mal wiederholen. Aber schon sehr ärgerlich. Wenn der Drachen weg gewesen wäre, dann hätte Fahrradkette, dann wären das auch 3 Sterne geworden. Naja, macht nichts. Ist kein Beinbruch. Kein Beinbruch, würde ich sagen. Der Gegner hat noch gar nicht angegriffen. Und dann mache ich jetzt mal weiter. Wundert euch nicht über die Herauskommzeit dieses Videos. Das habe ich jetzt ganz, ganz bewusst gewählt, denn unter Umständen kommen ja noch so ein paar Sneakies diese Woche. Da lasst euch mal überraschen, ob es denn auch für uns etwas kleineren Content-Kreatoren bei Supercell schon ein paar kleinere Vorabinformationen gibt, sodass ich euch zeitnah auf dem Laufenden halte. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Wochenstart. Woche ist ja relativ kurz und übersichtlich und ich verbleibe. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clashed.